Als Erzbischof Victor Manuel Fernandez von La Plata in Argentinien zum Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre ernannt wurde durch Papst Franziskus, herrschte bei sehr vielen Gläubigen helles Entsetzen, weil er ist wirklich eine umstrittene Person aufgrund einer ganzen Reihe von Positionierungen und aufgrund auch seiner Theologie. Viele haben gesagt, wie ist es möglich, dass so eine Person die Glaubenskongregation, also die ehemalige Glaubenskongregation, leitet. Ja? Ich habe begonnen, auch Material zu sammeln, um ein Video darüber zu machen, ja, weil seine Theologie ist tatsächlich etwas kompliziert, ja, aber zu kompliziert auch in der Darstellung. Ich bin ja auch selber kein Theologe. Ja, sicherlich werden sich auch andere dazu äußern. Ja, und außerdem ist es so, dass seine ganze Sprache doch sehr geschliffen ist, sagen wir so. Er ist nicht jemand, der einfach die Dinge direkt sagt. Wenn man sich seine Predigten angehört hat, es gibt eine ganze Reihe von Predigten, in YouTube kann man sich anhören, auf Spanisch natürlich, ja, merkt man, er sagt nicht die Dinge ganz direkt, einige Dinge natürlich schon und die sind schon schlimm genug, aber es ist eigentlich doch eine sehr, ja, schwungvolle Sprache, mit der man sich etwas länger auseinandersetzen muss, um den Extrakt, den philosophischen oder den theologischen Extrakt zu entnehmen. Deshalb sammle ich ein bisschen Material, aber natürlich, wenn Sie ein bisschen im Internet rumsurfen, werden Sie sehen, dass wirklich sehr viel Kritik unterwegs ist, geäußert wird. Und er musste sich auch schon jetzt mehrmals auch dazu äußern, gerade wegen einem Buch mit einem sehr umstrittenen Namen und Thema, welches er in den 90er Jahren geschrieben hat. So, ich werde sammeln und ich werde eines Tages noch ein Video machen zu Erzbischof Fernandez, dem neuen Präfekten. Aber heute möchte ich nur eigentlich auf ein ganz neues Interview eingehen, und zwar, wo er sich zum deutschen synodalen Weg äußert. Das Interview hat er auf Spanisch gegeben. Ja, ich habe hier das direkt übersetzt. Spanisch ist meine Muttersprache, deshalb kann ich ihn auch direkt verstehen. Ja, und weil das eben so aktuell ist und außerdem noch uns hier direkt in diesem Kanal mit dem synodalen Weg als Hauptthema, möchte ich erstmal darauf eingehen. Und zwar eben, weil er das gesagt hat, also das ist schon wichtig und ja, interessant genug. Aber außerdem noch, weil hier nochmal eine These, die ich in diesem Kanal immer wieder hier genannt habe, nochmal bekräftigt wird. Und zwar, die ganzen Linkskatholiken in Deutschland meinen wohl, sie würden eine Unterstützung von anderen Linkskatholiken aus der ganzen anderen Welt bekommen. Und das ist ja bis jetzt nicht passiert. Das heißt, eine ganze Reihe von wirklich sehr liberalen Prälaten haben den synodalen Weg massiv kritisiert, angefangen mit eben Kardinal Caspar. So, und in diese Kritik reiht sich jetzt auch ein Erzbischof Fernandez. Auch er hat eigentlich nichts übrig für den synodalen Weg, weil der synodale Weg im Grunde genommen den internationalen Linkskatholizismus oder den Progressismus oder den liberalen Katholizismus oder wie Sie das nennen möchten, im Grunde genommen Stein in den Weg legt, weil der deutsche synodale Weg so dermaßen ja jenseits von Gut und Böse ist. Also es ist dermaßen heretisch und schismatisch, dass man damit nichts anfangen kann. Es ist ein Schreckgespenst, selbst für liberale Katholiken woanders auf der Welt und auch sogar für diesen Erzbischof aus La Plata in Argentinien. Ja. Also er hat sich wirklich sehr deutlich geäußert, das ist ganz erstaunlich. Und die Frage ihm direkt, ja, Infokatholiker, ich werde dazu verlinken, können Sie auch direkt nachlesen, allerdings auf Spanisch. Ja, und dann sagt er ja, eines der wichtigsten Probleme gegenwärtig der katholischen Kirche ist eben der deutsche synodale Weg. Wie beabsichtigen Sie diesen Weg eigentlich überhaupt zu behandeln? Ja, und zunächst mal versucht er sich ein bisschen draus zu reden. Er hat gesagt, ja, also ich habe ehrlich gesagt als Erzbischof von La Plata mich nicht groß eigentlich mit internen Problemen, internen Auseinandersetzungen der katholischen Kirche beschäftigt, denn ich habe mich gewidmet, das Evangelium zu verkündigen, zu predigen, Spiritualität zu vermitteln. Das ist, was mir am meisten, am wichtigsten war. Und deshalb eben habe ich mich mit solchen Sachen wie den Synodalen Weg, diese umstrittenen Sachen, nicht groß beschäftigt. Das Ganze ist natürlich eine Ausrede, weil natürlich hat er sehr wohl umstrittene Sachen behandelt und auch gesagt. Ja. Aber selbst für ihn ist der Synodalen Weg so ein heißes Eisen, dass er eigentlich dann so direkt nicht eingehen will. Aber dann fängt er an, tatsächlich etwas deutlicher zu werden. Und gerade für jemanden, der aus dem romanischen Ländern kommt, merkt man, da ist wirklich massive Kritik. Und dann, er sagt nämlich, das ist so eine schnelle Übersetzung, die ich gemacht habe, ja, und zwar er sagt, ja, die Deutschen wollen immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ja, und
Also das ist schon eine ziemliche Kritik, weil das heißt, er sagt, die sind überhaupt nicht zurückhaltend. Und das ist gerade in vielen lateinamerikanischen Ländern, wird dieses Vorpreschen ja als besonders aggressiv empfunden, insbesondere von diesen ultra-linkskatholischen deutschen Theologen, die immer eigentlich sagen wollen, dass sie immer recht haben und sie die Wahrheit gepachtet haben. Also das stößt wahnsinnig sauer auf. Ja? Und das sagt er hier auch und damit sagt er euch, pass auf, also wenn Sie nur den Weg habe ich nichts zu tun. Und dann hat er gesagt, auch diese ganzen Themen, die sie da behandeln, Wahl von Frauen und andere Themen, ich habe mich nie damit beschäftigt. Das heißt, er geht ganz deutlich auf Distanz zum synodalen Weg. Und nochmal, jemand, der wirklich sehr umstritten ist, ja, also das ist wirklich unglaublich. Ja. Das heißt, wenn das hier im parlamentarischen System wäre, das ist ungefähr, wenn Bischof Betzing eine neue Partei gründet und selbst die Linke distanziert sich davon. Also das ist, so müssen Sie das ungefähr einordnen, wenn in Parametern des Deutschen Bundestages. Und das kommt eigentlich, und dann sagt er, und okay, gut, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, eben als Leiter des Dikasteriums für die Glaubenslehre, aber dann sagt er einen Satz, der wirklich erstaunlich ist. Er sagt, okay, zunächst mal muss ich Ihnen sagen, ich glaube nicht, dass es nicht irgendetwas Gutes geben könnte in diesem deutschen Treiben. Er sagt, er benutzt das Wort auf Spanisch, sagt er, Movida Alemana. Das heißt, dieses Treiben, so dieses, also damit will er sagen, ja, okay, das sind diese Theologen, die ständig irgendwelche neue Theologien, neue Religionen erfinden, ja. Okay, da ist vielleicht doch irgendetwas da drin, was man irgendwie vielleicht doch gut finden könnte. Also das ist so, wie er es beschreibt. Ja? Also man merkt ganz deutlich, ja, er vermittelt hier, oder er hat in sich das Bild, ja, dieses Theologen, der deutschen Theologen, Linkstheologen, der immer gegen Rom ist, immer dabei ist, gegen den Glauben zu wettern, immer alles unterfragen muss. Alles, was aus Rom kommt, muss erstmal ganz, man muss da ganz skeptisch sein, ja. Und eben so, immer so diesen Anhang irgendwie so völlig obsessiv eben neue Religionen aufbauen zu wollen. So wird der synodale Weg hier charakterisiert. Nicht? Und diese Charakterisierung ist natürlich nicht ganz unzutreffend, ja, das ist meine Meinung zumindest, ja. Und dann sagt er etwas, das wirklich sehr scharf ist. Und zwar sagte er, ja, er kannte natürlich sicherlich den ehemaligen Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre, also Kardinal Ladaria, der natürlich sehr gut auskannte mit dem synodalen Weg. Und er zitiert ihn dann und sagt, ja, Ladaria sagte, ja, ich hoffe, dass es Ketzer gibt, ja, weil die Ketzer zwingen uns, über unseren Glauben nachzudenken und ihn zu vertiefen. Das heißt, dank der Häresien, dann der Ketzereien, ist es so, dass wir natürlich dann irgendwie gezwungen sind, eigentlich unserem Glauben besser zu verstehen und auch zu verkündigen, sozusagen. Und deshalb glaube ich, und das ist, wie man vorstellt, das heißt, er meint wohl, dass der synodale Weg ja vielleicht in dieser Richtung etwas Gutes bringt, weil eben es uns zwingt, ja, indem wir die ganzen Häresien des synodalen Weges sozusagen widerlegen, das zwingt uns eigentlich unserem eigenen Glauben, also die Wahrheit, die katholische Wahrheit, besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Und dann würde er sagt er, okay, historisch wird wahrscheinlich dieses ganze deutsche Treiben möglicherweise etwas Gutes haben, aber natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, das Polieren, das sauer machen und so weiter, ja, reinigen von Häresien und so weiter. Also möglicherweise würde es in diesem Sinne ja etwas Gutes bringen. Also Fazit nochmal, Sie sehen, also der synodale Weg und gerade die ganzen deutschen linkskatholischen Theologen, also die dürfen nicht groß erwarten, dass eigentlich von dieser Seite eine große Unterstützung kommt. Die wollen bis heute nicht feststellen, dass der synodale Weg einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist und einfach eine No-Go-Area ist für jeden Menschen, der noch einen gewissen katholischen Sinn hat. Ja? Und deshalb sollte Bischof Betzing endlich das anerkennen und auch, okay, ob er das schafft, das weiß ich nicht. Aber zumindest, sagen wir so, es gibt zumindest die Bischöfe, die das noch erkennen können, ja? Wie falsch dieser synodale Weg, die sollen jetzt endlich sagen, pass auf, also machen wir doch endlich Schluss. Es ist besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wir werden nicht mehr an diesem synodalen Ausschuss teilnehmen und wir lassen es damit, ja, also machen wir endlich Schluss mit diesem Albtraum für die Katholiken in Deutschland und auf der ganzen Welt. Vielen Dank.